Heute ist der 19. Januar 2024, Freitag. Übermorgen am Sonntag findet ja eine große Demo gegen rechts statt in München. Deutschlandweit waren ja auch schon einige Demos. Und die Medien sind, ich würde mal sagen, zu diesem letzten Gefecht ja geschlossen, unterstützend angetreten, um der AfD zu schaden. Und die natürlich nicht aufzuhalten ist. Gestern dazu eine Dokumentation, ich würde mal sagen, es ist eine Propagandasendung gewesen. Im Sendertext wird dann gesagt, ja, wie kann man die Leute aus der AfD, die da aussteigen, wieder in die Mehrheitsgesellschaft integrieren? Wo ich mir denke, die Mehrheitsgesellschaft ist demnächst sind die AfD-Wähler. Da geht es dann eigentlich darum, wie kann man die SPDler, die Grünen, die FDPler wieder zurück integrieren. Ja, und die TZ, die Zeitung aus München, macht sich natürlich wieder wie immer stark. Die hat damals schon den Herrn Höcke verunglimpft. Jetzt rufen sie ganz groß auf, teilzunehmen an dieser Demo. Und die Bild natürlich auch. Verzweifelte Versuche im Endstadium eines merkwürdigen Systems, das eigentlich nicht mehr demokratisch ist. Und die, die die Demokratie retten wollen und werden, sind die AfD. Und die sind nicht mehr aufzuhalten. Und da ich ja ein Teil der AfD bin, kann ich auch sagen, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und ich wünsche allen Demo-Teilnehmern, ja, es schneit. Naja, zieht euch warm an. Sagen wir es mal so. Ciao.